Hallihallo, da sind wir auch wieder zurück bei Devil May Cry, Virgils Untergang, im wahrsten des Wortes wird. Wir werden hier immer mehr zum Dämonen. Also der Engelsteil scheint uns irgendwie etwas zu verlassen. Moment. Kleiner Abstecher hier rüber. Und ich bin im. Das ist praktisch das erste Level wieder vom DLC. Ich bin gespannt, ob das jetzt wieder alles von vorne ist, weil das wäre jetzt wirklich ein bisschen langweilig. Also wir haben jetzt natürlich eine neue Art des Kämpfens wieder und alles. Ja, danke. Das soll ich sehen. Jetzt. Drüber. Gut, das hätten wir. Ich bin immer noch gespannt, ob wir jetzt Dante wirklich auch in der echten Welt umgebracht haben, weil das ist ja bisher irgendwie nicht so wirklich echt gewesen zu sein schien. Wollte gerade sagen, ich bin mir ziemlich sicher gewesen, dass hier oben einer sein müsste. Nochmal bitte hoch. Er kommt so schlecht an den ran. Ich treffe den immer nur ein einziges Mal mit jedem Schlag. Ach, komm schon. Muss ich den irgendwie anders treffen? Haben wir denn irgendeine Möglichkeit, den anders zu treffen? Ah so, okay. Das war gerade der Engelsmodus, warum auch immer wir den noch haben. Wir sind jemals nicht gerade ein Engel gewesen. Das Ding hier ist doch zum Beispiel auch nicht zusammengebrochen beim letzten Mal, als wir hier lang sind. Huch! Nein, das will ich doch gar nicht. Ah! Ich will eigentlich nur auf das Fieder schießen. Müsst ihr mich so nerven? Ich wollte doch gerade weg. Drauf, 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 fall nicht runter. Danke. Oh, auf so einer kleinen Plattform hier rumstehen und kämpfen ist auch nicht immer so das, was ich mir erhofft hatte. Ob das klug war. Ah, ging offenbar. Hallo? Oh. Ihr braucht für euch keine Sorgen zu machen, dass ihr nerven könnt. Das habt ihr schon längst geschafft. For real? Komm schon. Ganz ehrlich, hier den Überblick zu behalten, ist teilweise gar nicht so einfach. Nerv mich nicht, die dumme Hexe. Willst du nicht sterben können? Ich will nicht, oder? Alles muss irgendwann mal sterben, auch du. Und diese Harpie. Na, wer von euch will als erstes sterben? Okay, ist keiner mehr sonst da, aber... Wenn man das Ding weiter zerschießt, sieht es immer ein bisschen aus wie eine Erdkugel. Und jetzt machen Abflug. Danke sehr. Nervig hoch 1000. Oh oh. Ja, doch. Knapp aber geschafft. Das war beim ersten Mal durchlaufen weitaus weniger sichtbar. Das war knapp wiederum. Aber diese Form von Virgil ist schon recht interessant, aber ich finde es trotzdem schade, dass wir am Ende gegen ihn kämpfen mussten, beziehungsweise ob er uns jetzt wirklich umgebracht hat in diesem Spiel, ist eine interessante Frage, die ich aber nicht beantworten kann.
Also. Fall runter. Fall runter. Naja, okay, können natürlich nicht runterfallen. Gebe ich zu. Das war eine blöde Hoffnung. Mist, ich stehe hier falsch. Kann ich euch damit nicht runterhauen irgendwie? Komm, nerv nicht. Du hast kein Recht darauf zu nerven. Dazu bist du einfach nicht gut genug. Einfach mal schön draufholzen. So, und weiter. Ich habe keine Zeit für all dies. Ja, leider. Ich eigentlich habe keine Lust dazu, weil es irgendwie ein bisschen viele im Allgemeinen sind, aber mir bleibt auch keine andere Wahl, also finde ich damit ab. Was soll hier eigentlich anders laufen? Ich habe vergessen, was im ersten Level passiert ist. Außer, dass Mutti uns gesagt hat, wir sollen abhauen. Och, die! Die kennen wir ja noch von unserem, von der Original-Story. Komm. Und tschüss. Süß! Wie viele denn bitte? Na gut, wir sind auch zu zweit. Oder auch gerade nicht. Aber die Doppelgängerfähigkeit, die hatte auch der gute Virgil doch sogar schon. Also gut in Anführungsstrichen, der, gegen den wir gekämpft haben. Böser Kettensägenfuzzi. Na, was kommt jetzt noch? Oh, das war ein Witz. Hallo, ich drücke eigentlich eine Taste ab. Die will wohl gerade nicht. Kann ich gut verstehen, dass das Spiel nicht will, dass ich zu gut bin. Sagt er ohne einen Hauch der Arroganz. Was willst du machen, hä? Runterfallen? Oder auch nicht, okay. Das war gerade noch rechtzeitig abgewehrt. Sadistik! Leider nicht, aber. Also, langsam. Oh, wir sind ja fast tot. Sehe ich gerade so. Hallo. Ich wollte eigentlich was machen, aber danke, dass ich nicht durfte. Och komm, den ganzen Scheißkampf nochmal. Ich bin fast versucht, eine Aufnahmepause zu machen. Ich bin gerade so angenervt. Ach komm, den hauen wir jetzt noch. Den treten wir jetzt noch richtig in den Hintern. Was willst du dagegen machen, hä? Scheiß Köter. Böser Köter. Böse. Kannst du mir ruhig glauben, wenn ich das sage. Scheint hier alles süß. Also mit Dante war es definitiv einfacher, von einem Gegner zum anderen sozusagen den Fokus zu wechseln. Das ist jetzt nicht mehr so leicht, muss ich sagen. Bitte hol ihn ran und töte ihn. Ich sagte, töte ihn. Na, was kam jetzt? Ich hab's vergessen. Ach ja. Und
den Doppelgänger hole ich jetzt einfach erst danach. Sehe ich das richtig? Der hat jetzt schon sein Schild verloren. Wieso war das nicht vorhin so schnell? Bitte tu mir den Gefallen und stirb. Ey, wieso hat das dich nicht getroffen? Da ist das Sadistik. Gleich wieder weg. Und drauf. Gehen darfst du jetzt bitte auch. So. Und jetzt wäre es zum Beispiel an der Zeit. Was sagt er da eigentlich? Sensationell. Ach so. Oh oh. Okay, damit wäre unser Sensationell wieder gegessen, würde ich sagen. Und zwar so ziemlich, weil er uns so oft getroffen hat. Aber ich muss sagen, hier hat der wirklich sehr geholfen, der Doppelgänger. Und ich höre eine verlorene Seele. Die hing, glaube ich, hier eigentlich. Oder noch einen weiter? Nee. Verwirrend. Okay. Verlorene Seele, hallo? Mich wohl geirrt. Wow. Das ist doch wirklich an der gleichen Stelle nochmal so eins verstecktes. Okay, da sehen wir schon noch eins. Das ist schon mal recht interessant. Egal wie wenig Zeit wir haben, dafür reicht's immer nicht. Wirf doch, hallo. Mach da einfach nur, was ich will. Ach komm. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Endmission ist. Andererseits denke ich das schon seit 2 Missionen oder 3 Missionen. Ich würde gerne mal ein bisschen in die Nähe von denen kommen. Treffer in den Rücken sind unfair. Danke, dass du gestorben bist. Das hilft mir sehr weiter. Das mag hart klingen, ist aber in diesem Fall leider wirklich so. Ich sehe gerade nichts. Hallo. Gegen den hilft in dem Moment tatsächlich nur ein schwerer Schlag mit dem Dämonenmodus. Und ein Tritt ins Gesicht hilft bei denen immer. So ungefähr. Ah, Hexe. Tut mir bitte einen Gefallen, verschwinde. Ach scheiße, ist da gegen die Mühlen. Lalalalalala. Eigentlich brauche ich ja erstmal nur die Hexe loswerden, irgendwie. Oder ich hau einfach sie, damit sie die nicht mehr beschützen kann. Lalalalalala. Moment, ich kann sie doch einfach so schlagen auch, oder? Okay, vielleicht doch nicht. Ey, wer hat gesagt, dass du runterfallen sollst? Ich nicht. Das heißt, die kann man wirklich bei Virgil nur so rausholen. Das ist ja echt was ärgerlich. Ja, bitte, jetzt komm. Habe ich ihn jetzt schon geholt oder nicht? Es ist ganz kurz weniger geworden, aber ich glaube, ich habe ihn auch direkt gleich wieder weggeschickt aus Versehen. Das wollte ich natürlich nicht. Boah, aber wie nervig das hier gerade ist. Das ist ja echt schrecklich. So ein Durcheinander. Alles, was ich momentan glaube tun zu können, ist einfach drauf zu hauen, blind, ohne zu sehen, was ich eigentlich tue. Auf jeden Fall müssen wir ein paar Gegner loswerden. Ich glaube, das ist gerade gelungen, aber ich habe es nicht gesehen.
Hallo, ich sehe nichts. Ja, schön Timer, aber ich kann jetzt schlecht mittendrin sagen, nö. Komm, hau ab, du dummes Irrlicht. Danke. Und echt zwei Hexen, na, danke. Geh doch mal weg, du dumme Hexe. Nein, 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 nein. Wirf, 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 wirf. Oh, wir haben die immerhin noch erwischt. Kann ich nicht. Okay, kann ich nicht. Ist klar. La 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 la. Ja. So. Sag mir, dass es das jetzt endlich war. Na gut. Hast du eine Chance. Eigentlich müsste ich jetzt eine Pause machen. Aber wenn ich mal einfach darauf hoffen darf. Ah, Gesundheitskreuz. Danke. Volles Leben. Ich wollte gerade sagen, dass kein Feind mehr kommt, aber ich glaube, da direkt vor uns kommen nochmal welche. Ja, es kommen auf jeden Fall nochmal welche. Also bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Mortifirus noch einen schönen Tag und so weiter. Das war komplett ohne Sinn und überhaupt. Aber egal. Bis dann. Tschüss.